Marcelin, ja, ein bisschen spät, aber egal. So, also, war der nicht letztens andersrum? Klar, letzten fing gar keine drei Fische, soweit ich weiß. Ist ja auch egal. Ich habe ja eine kleine Pause gemacht und habe den wieder gefragt. Und jetzt hat er bestimmt die Kamera kackendreist gedreht und meinte so von mir, ja, jetzt zeigen wir allen, dass du. Ja, okay. Ihr wisst, was ich meine. So, das ist auch ein geiles Minispiel. Also, hier haben wir Früchte und enten Viecher. Und wir müssen diese Viecher einfach aufhalten, diese Früchte zu fressen. Aber ich sehe gerade keine Viecher, indem wir sie einfach abschießen. So. Oh, boah, der hat's gefressen. Ey, ich krieg die Krise. Ich bin so schlecht zu Beginn jetzt. Der grüne Balken zeigt an, wie viel wir noch töten müssen. So, erwischt. Der grüne Balken wird für jedes Tier, was wir töten, immer erfolgreicher. Erfolgreicher. Klar. So, wir haben natürlich endlos Feuer. Das ist auch crazy. Nein, nein. Sagen wir immer, das ist Dings, sind die Wahlen. Das ist die Grünen gegen die SPD. Sie sagen es mein Bruder und ich immer, und das ist lustig eigentlich. Sie gibt ja auch Sinn manchmal. Wie vor ein paar Jahren. Ja. Wo sind denn die Bodenangreifer? Oh. Nein, da ist einer. Da ist der letzte Mann in Ruhe. Ja, wir haben ja unten auf dem Radar, können wir ja sehen, wo alle ankommen und dann erschießen die sie einfach. Nein, dein Leben hat keinen Sinn mehr. Wo bist du? Ach da. Oh. Hab ich erwischt? Ja. Kann ich mit Kreis schießen? Nein, mit Dreieck? Nein, mit X? Nein. Und natürlich kann ich nur mit Viereck schießen. Viereck? Ja, Viereck. Ich bin gerade selber verwirrt. Ja, und das war's. So. Und natürlich gibt es in jeder Welt auch ein Kanonenballerspiel. Das muss natürlich sein. Letztes Schützenfest. Drachenjunge, hier hast du die Belohnung. Ein Drachenei. Würde es ja gern selbst mampfen, aber die verflixte Schale ist hart wie Stein. Ja. Stein nicht unbedingt, ne? Hey, versuch's doch nochmal. Vielleicht kriegst du ja einen Lichtgegelstein. Also, ja, wir müssen es nochmal machen. Das ist bei jeder Mission so. Wir müssen für beides immer eine Sache machen. Wir müssen. Jetzt wird es natürlich schwerer. Wir dürfen nur 6 verlieren. Wir durften vorhin 8 verlieren. Nee. Vor? Keine Ahnung mehr. Wie ihr aber seht, ja, es kommen immer mehr Gegner. Und der Balken geht langsamer voll. Da, 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 da. So, stirb. Hallo, frisst mein Zeug nicht. Wo ist der Letzte? Da ist der Letzte. So. Wie eigentlich alle herkommen, frage ich mich gerade. Oder oben ist noch einer. Nein, da unten frisst meine Früchte nicht. Ich esse eh keinen Obst, von daher. Auch nie Obst gegessen, wirklich. Erst als ich einen Freund habe, hatte ich hier versprochen, mal Gemüse und so alles zu probieren. Jeden Monat eine Sache, aber irgendwie nicht so der Obstfan. Töten. Ja, das Spiel ist hier eigentlich. Na, meine Frucht, meine Frucht. Lasst sie liegen. Lasst sie liegen. Ihr kämpft um euer Leben. Statt euch anders Früchte zu suchen. Nee. Warum lässt ihr die auch eigentlich da mitten in der Luft hängen? Sind das die letzten beiden? Und die letzten vier. Da ist einer. Ich sehe keinen mehr. Ah da! Bam! So, wir brauchen nur einen Schuss. Brauchen wir noch einen Schuss? Nee, brauchen wir nicht. Oh, lass kommen. Ist mir egal, stirb. Und wir haben es mal alle geschafft. Ja, das ist eigentlich ziemlich gut gelaufen jetzt. Die späteren Missionen werden schwerer, wo wir dann die Knastleute aufheimen müssen. Ach, werdet ihr noch sehen. So. Das ist Frederik. Nee, Frederik. Gerettet. Hier, ein Lichtedelstein für deinen Stress. Ja, und damit haben wir einen weiteren Lichtedelstein. Hey, ich hab nichts mehr zu vergeben. Aber wenn es dir Spaß macht, kannst du es ja nochmal versuchen, wenn du wirklich willst. Ganz ernsthaft, nein. So, die alte Fee speichert wieder für uns. Dann müssen wir hier hin auf Zeros und da kommen wir von hier auch drauf. Hoffentlich. Ja, kommen wir. Und da kommen wir wieder zurück. Und erreicht. So, da ist wieder so ein komischer. Bam. Ach ja, wir haben was vergessen. Da müssen wir nochmal hoch. Ja, Kämpfe. Boah, ich sehe nichts. So. Ohne Witz, ne? Damals an dieser Ecke hatten wir so Probleme. Die ist zwar leicht, aber wenn du nicht. Wow, da ist noch einer. So, wenn du nicht weißt, wie du ran kannst, dann machst du es dir wirklich schwer. So, die lasse ich extra liegen.
Wo ist Sparks? Habe ich Sparks verloren? Oh, habe ich gleich gemerkt. So, wow, 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 wow. Das war knapp. Hier ist noch eine Kanone. Ist auch schön. So können wir nämlich zum Beispiel da hinten die Fässer zerstören. Die Fässer zerstören, wenn ich treffen würde. Habt ihr gesehen? Bam, bam. So, und wir können natürlich auch ein paar neue Sachen freischalten, wenn ich treffen würde. So, bam. Und da seht ihr schon, nicht Edelstein. Und dann erstmal für Sparks sorgen. Klar, lass das Feuer in der Luft fallen. Nein, hau nicht ab. Oh, komm. Komm, du stirbst eh. So. Den holen wir auch noch, denn Sicherheit geht vor. Wenn wir jetzt sterben, dann... ja, ist die Scheiße dick. Komm, frisch schneller. Dann gehen wir nochmal zum Geldsack und kaufen uns nochmal einen Multiplikator. Wo haben wir ihn? Die muss auch hier sein. Genau. So. Jetzt hoffentlich sterbe ich nicht, weil da habe ich blöde Scheiße gebaut. Aber wenn wir jetzt sterben, dann sind die ganzen Edelsteine weg. Und dann ist es schade. Das wäre auf jeden Fall schade. Denn hier sind zum Beispiel ein paar. Dann sind hier unten ganz viele. Dann sieht man die Zahlen nur noch hochsteigen, so raketenmäßig. Da sind noch ein paar. Hier ist ein Lichtedelstein. Und der 13. schon, ne? Ich habe auch vorhin gesehen, dass wir schon 10% des Spiels erreicht haben. Die Kiste können wir noch nicht zerstören. Weil dafür kriegen wir noch ein Bonus-Item. Das kriegen wir aber später frei. Müsste hier eine freie Wand sein? Genau. Die Spinnen rennen wir einfach mal um. Hier gibt es die Kugel. Die wird leider nicht multipliziert, aber da ist es. Aber wir haben keinen Dietrich. Och Mensch. Da müsste aber hier eine Rakete sein. Genau. Und die fliegt meines Erachtens nach ziemlich weit außen rum. Aber ziemlich nah auch hier hin. Und da ist eine gelbe Pflanze. Und wenn die uns nicht frisst, dann haben wir eigentlich sehr viel Gewinn gemacht. Töten. So. Sehr viel Gewinn. So. Noch mehr Gewinn. Mega Gewinn. Da ist eine Spinne. Ich glaube, die gibt Geld, ne? Nö, gibt auch einen Feuerball. Hier gibt's Geld. So. Ja. Damit haben wir eigentlich sehr viel Geld gemacht. Hier ist noch ein bisschen Geld. Also, ich glaube, das war es jetzt. Obwohl, ich weiß, hier ist noch eine Spinne, glaube ich. Ach komm, die kriegen wir auch noch. Und da. Ohoho. Ohoho. So. Das hat sich jetzt definitiv gelohnt. Aber ich habe noch was gesehen. Aber jetzt blinkt er. Jetzt blinkt der Duplikator. Kriegen wir sie noch? Nein, kriegen wir nicht. So. Du bist gekillt. Und ja, wir haben 9000 Edelsteine schon. Und was ich jetzt mache, ja, ich kaufe mir erstmal. Obwohl, wir müssen hier später. Aber da hoch muss ich nicht mehr, glaube ich. Ne, genau, da hoch muss ich nicht. Ich kaufe mir einen Dietrich. Da hoch muss ich jetzt nicht mehr. Und damit ich da nicht mehr hin muss, nochmal, werde ich mir jetzt diese Truhe öffnen, das Ei da hinten holen. Da hätten wir dieses kleine Stück hier schon abgehakt. Und das wäre eigentlich praktisch, denn wo wir nicht mehr hin müssen, wo wir gegen die Wand rennen, weil wir so blöd sind. Ja, ich glaube, hier ist ein Ei drin. Oder ein Edelstein. Ja, Edelstein. Hab ich doch gesagt. Wo kommen wir da hinten überhaupt hin? Never. Never kommen wir da hin. So, aber so kommen wir dahin. Wow. Wenn wir nicht vorsichtig sind, dann schlagen die uns auch noch. Der eine hat ausgeholt. Habt ihr gesehen? Der kam gerade unten in der Kamera einmal vorbei. Was ist denn da oben? Das kenne ich ja noch gar nicht. Also ich bin jetzt will ich experimentieren. Jetzt will ich wissen, was da ist. Ja. Und was haben wir dann da? Das werde ich gleich auch erfahren. Weil ich es einfach mal rausfinde. Scheißegal auf das Leben, weil wir haben eh keine Leben. Also doch, wir haben Leben und zwar unendlich. Das war hier rechts um die Ecke, ne? Ach, da können wir gar nicht hin. Da können wir nicht hin. Boah, ist ja fast schief gegangen. Die Spinne nervt uns ein bisschen. Da ist eine Ratte. Oh, wir haben sie erwischt. Oh nee, du frisst den Schmetterling. Wo ist der Schmetterling? Wo ist der Schmetterling?
hatte sich jetzt... Wo ist mein Schmetterling? Der ist jetzt weg. Super. Macht nichts. Hier noch ein paar Rappen. Sag mal, bist du blöd, den Schmetterling zu fressen? Geht doch. So, und da wir jetzt den nächsten Bereich schon eigentlich abgehakt haben, erst fürs Erste, weil wir kommen ja später nochmal zurück, um den Rest zu sammeln, dann würde ich sagen, wie... Da ist noch ein bisschen Geld. Kommt es dahin? Ist mir auch egal. Gehen wir jetzt zu Geldsack und kaufen uns ein, ja, Papyrus, ein Teleporterpass. Und damit fliegen wir ganz leicht, nein, zurück zum Drachendepot. Denn da müssen wir jetzt hin, um weiterzumachen. So. Und es geht dann etwas crazy aus, und zwar so... ja, der arme Spybo, der fliegt ins schwarze Loch. Crazy gemacht, dieser Teleporter. Ich will mal wissen, wie der funktioniert. Das wäre mal cool. So, und hier ist nämlich auch alles günstiger, wie ihr seht. Und dann kaufen wir uns erstmal, wo haben wir es? Den Schlüsselkette. Damit wir bis drei Dietrich hier tragen können. So, nein. Da. Und davon kaufen wir auch drei. Direkt. So, jetzt können wir nämlich immer Dietrich hier tragen. Und jetzt haben wir einen riesigen Vorteil gegenüber der Suche. Da müssen wir nicht immer zurückkehren. So, die Gegner sind ja Respawn-Gegner, wie gesagt. Wie gesagt, da. Hau zu, Alter. So, bam und bam, abgekokelt. Jo, ne? Das läuft alles eigentlich ziemlich gut. Da ist noch, da ist ein Schatzruhe. Da ist Mr. Axeman. So, Axeman tot. Axeman. Da ist eine Truhe. Truhe geöffnet. Gut gemacht. Und unser 10. Ei. Moment mal. War nicht irgendwo noch eine Truhe, die wir übersehen haben? Gute Frage. Haben wir nicht irgendwo eine Truhe übersehen? Och Gott, ich weiß es nicht. Egal, wenn wir alles suchen, dann... So, werden wir eh hier nochmal hinkommen. Wo gehe ich denn hin? Na, Spyro, dieses, Balldingens kann jetzt losrollen. Hast du gehört? Das haben wir alle gelacht, ey. Ja. Er hat gesagt, einfach drauf treten, nie was vom Dreieck. So, und jetzt sind wir in einer Kugel gefangen. Ja, nicht gefangen, aber diese Kugel ist lustig. Können wir nämlich zum Beispiel bremsen, dann können wir uns nicht mehr bewegen. Ganz normal rollen, wir können springen und wir können Nitro geben. Da-da-da-da-da-da-da. Aber hier gibt es auch nichts wirklich Nützliches zu holen. Also weder, ja, nur Diamanten. Und die Diamanten sammeln wir auch alle, weil hier gibt es viele Diamanten. Oh, ich bin zu blöd. Oh! Und das ist mal ohne Springen. So, hier rollen wir einfach mal vorbei. Von wegen. Oh, da vibriert der Joystick aber mächtig. Whee! Gegner sammeln! Ja, das kommt alles in unsere Geldanlage. Und das sind Gegner. Die Gegner, die tun uns auch nichts. Ja, rollen ganz leicht. Alter. Sind aber wenigstens so realistisch, dass er den Berg runterrollt, wenn er einer kommt. Und, Alter, so eine Kugel kann jeder halten. So, da bist du und da oben ist ein 100er, den habe ich. So, okay, jetzt müssen wir noch einmal da hoch. Also die Strecke ist gar nicht so weit. Hep. So, jetzt sind wir oben. Oh ja, die Dinger nerven. Da oben ist noch ein 100er, den holen wir jetzt auch noch, indem wir die Kisten jetzt zerstören. Was war hier? Hier war, glaube ich, auch nur ein paar Kisten, genau. Oh, hört ihr das? Bird, bird. Ja, die Dinger lärmen uns irgendwie. Ganz kurz. So, und da müssen wir hoch. Und da gehen wir. Na, Bremse. So. Und da treffen wir mit dem ersten Mal. Whee! Getroffen! Möchtest du wählen nein, um es zu verlassen? Auch komisch gemacht. Was soll man sagen? Ja. Und schon sind wir. Hier oben. Ja, hier oben. Gute Antwort. Nein, wir sind hier. So, die Karte zeigt uns eine neue Welt, eine riesige neue Welt. Die Libellenfälle. Gehört immer noch zum Drachendorf-Bereich, nur ein neuer Bereich. Also wir haben hier auch nicht alles gesammelt, kommt erst später alles. Und hier ebenfalls. Hier können wir auch nicht alles sammeln, weil da oben dieser Bereich, da dieser, was aussieht wie so ein Mensch, der sich die Hüften hält. Boah, das sieht aus wie E.T. da oben rechts. Seht ihr das? Ja.
Da kommen wir noch nicht weit. Aber hier müsste eine Fee sein. Und dann verabschieden wir uns. Und bis zur Fee gehe ich erstmal. Da war die Fee. Ach, wir haben die Fee schon gehabt. So. Also, die Fee speichert für uns. Und genau hier geht es das nächste Mal weiter, wenn es heißt Let's Play Spyro A Hero's Tale. Und bis zum nächsten Mal sage ich erstmal hier an dieser Stelle Masala Vista, Baby.